Vor kurzem hatte ich eine sehr nette Unterhaltung mit einem älteren Herrn. Er ist 96 Jahre und er hat mir eine sehr interessante Story erzählt. Mich hat es fast vom Stuhl geworfen. Danke für all eure Kommentare. Der Fabian schreibt ganz aktuell: In der Dankbarkeit des Jetzt liegt der wahre Schlüssel zu dauerhaftem Glück. Fabian, danke dafür, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist sowas von wahr. Und die Ursula schreibt auf eines der letzten Videos: Die Zeiten der Gurus ist vorbei. Da sage ich ein absolutes, ein riesengroßes Ja. Denn jetzt können wir alle selber unser eigener Guru sein. Wir können in unsere Kraft kommen. Gerade jetzt, in schwierigen Zeiten, da fordert uns das Leben heraus, unser eigenes Ding zu machen, unsere eigenen Möglichkeiten zu finden, uns aufzumachen und zu schauen, was möglich ist, was geht. Und davon gibt es gerade jetzt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und Varianten. Und ich wünsche dir, dass du deine findest. Vor kurzem hatte ich eine sehr nette Unterhaltung mit einem älteren Herrn. Er ist 96 Jahre und er hat mir eine sehr interessante Story erzählt. Mich hat es fast vom Stuhl geworfen. Dieser Mann, das wäre das beste Testimonial für meinen Online-Kurs Powerboost. Denn er lebt genau das. Er ist voll in seiner Kraft. Er liebt das Leben. Er kann mit schwierigen Situationen sehr leicht und sehr gut umgehen. Er schöpft immer noch mehr Energie und er freut sich über das, was ist. Ein absoluter Traum. Und dann erzählt er mir, vor kurzem ist sein jüngerer Bruder gestorben und er hat mir gesagt, ich wusste, der stirbt, der wird nicht alt. Sein jüngerer Bruder ist mit 93 Jahren gestorben. Stell dir das vor. Und der ältere Bruder, der 96-Jährige, sagt dann, ich wusste, der wird nicht alt, der stirbt früh. Weißt du, erzählt er weiter, mein Bruder, der hat nie etwas für sich gemacht. Ich mache immer etwas für mich, ich entwickle mich weiter, ich schaue auf mich, ich kümmere mich um mich. Und das hat mein Bruder nie gemacht. Ja, und mit 93 war er dann aus. Ich wusste es. Das ist Wahnsinn.